David Cassidy, seit einem Jahr verheiratet mit der Amerikanerin Meryl, wäre um ein Haar gleich wieder geschieden worden. Er hatte natürlich Fotoaufnahmen zu seinem Hit The Last Kiss machen müssen. Na, und da hat man ihn halbnackt mit einem 18-jährigen Mädchen fotografiert. Angeblich soll zwischen den beiden auch noch was gewesen sein. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Londoner Klatschpresse. Endlich ein Skandal um ihren neuen Mitbürger. Stimmt, David wohnt jetzt in London. Und da wir euch Staradressen versprochen hatten, zeigt Xi euch jetzt, wo David wohnt. David wohnt in Belgravia, einem noblen Innenstadtviertel. Chester Row Nummer 16, so lautet seine Adresse. Hallo. Hi. How are you? Nice to see you. Come on in. Yeah. One night. Well, come on in. Sit down. Make yourself at home. Yeah. As I have. David, warum hast du dein neues Album Romance in London produziert? This album, not in London, but in Britain, here, right outside of London. And we wrote and recorded the entire album here. The reason for that is actually very simple. Nun, geschrieben habe ich das Album zwar nicht direkt in London, etwas außerhalb. Die endgültige Fassung haben wir dann hier in London geschrieben und aufgenommen. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Mein Produzent und Co-Autor Alan Tarney hat hier ein Studio und lebt auch hier. Und meine Plattenfirma ist ebenfalls hier. Wenn ich schon zurückkomme und wieder Schallplatten mache, wollte ich es ein bisschen anders als früher tun. Ich wollte nicht loslegen und da wieder anfangen, wo ich aufgehört hatte. Ich wollte dem Ganzen einen neuen Rahmen geben. Außerdem ist es sehr sinnvoll, hierher zu kommen, denn in England werden einige der besten Platten gemacht. Und die Studios hier sind fantastisch. Was inspiriert dich, wenn du Songs schreibst? Well, what moves me in my life is passion and the human experience. I think that this world that we live in today is very. Was mich im Leben bewegt, ist Leidenschaft und der Umgang mit Menschen. Ich meine, dass die heutige Welt hochtechnisiert, glattpoliert, stählern ist. Die Leute sind von Videobildschirmen und Computern eingesperrt und wir entfernen uns immer mehr vom Umgang mit dem Menschen. Und die Dinge, die mich in meinem Leben immer bewegt haben, resultierten aus dieser Erfahrung und erlaubten mir, Gefühle zu haben und mich gehen zu lassen. Die Lieder auf meiner LP haben mit den besonderen Momenten meines Lebens zu tun. Sie handeln von Beziehungen mit ihren Schatten und Sonnenseiten, all den verschiedenen Gefühlen. Für mich ist die Liebe das Allergrößte im Leben. Oder zumindest das Größte, was ich in meinem bisherigen Leben schon öfter erfahren durfte. And the lighter side of romance. Romance, the definition of romance is it's bigger than life, a little bigger than life, which I have to say my life has been a little bigger than life. Was hast du denn demnächst vor? I'm going to do a tour in the fall, in the autumn, in September, October. Im Herbst werde ich auf Europa-Tournee gehen und dabei auch ein paar Mal in Deutschland sein. Und das ist das, was mir wirklich viel bedeutet. Ich möchte raus und spielen, auf Tournee gehen. Auch wenn ich an früher zurückdenke, war es das, was am meisten Spaß machte. Das Aufregendste, die höchsten Momente meiner Karriere, auf der Bühne zu sein und im Brennpunkt all dieser unglaublichen Energie zu stehen. Genau das möchte ich unbedingt wiederhaben. Deshalb stelle ich auch jetzt wieder eine Band zusammen, um wieder auf Tour zu gehen. Of my career took place on the stage, standing at the focal point of all of that incredible energy, and that's really what I want to get back and do. So I'm putting together a band now to go out on the road with me, and hopefully you'll come and see it in the fall. Wie bist du denn dein Video The Last Kiss angegangen? I took a tremendous amount of responsibility for it because the song was about something that happened in my life. Ich war für das Video sehr verantwortlich, weil der Song mit etwas zu tun hat, was wirklich in meinem Leben passiert ist. Ich habe mir sämtliche Filmausschnitte und Videos vieler Regisseure angesehen und war überrascht, dass so wenige Leute es wirklich verstehen, Videos zu machen. Sie arbeiten immer nur mit dieser Effekthascherei und das ist vollkommen sinnlos. Es hat nichts mehr damit zu tun, was der Künstler eigentlich ausdrücken wollte. Er ist nur noch dazu da, sich selbst und ein Stück Musik zu verkaufen.
verkaufen. Und nur in manchen Fällen wird wirklich die Geschichte erzählt und verfilmt, die eigentlich in dem Song steckt. Ich habe alle Szenen von The Last Kiss selbst konzipiert, um die Zuschauer für die Geschichte, die in dem Song passiert, zu interessieren. In diesem Fall geht es um das Ende einer Beziehung und die Trennung von zwei Leuten. Das ist dabei wichtig. Ich wollte den Moment schildern, wo man immer noch in jemanden verliebt ist, der plötzlich für einen nicht mehr da ist. A relationship that is over and somebody who's walked out of his life, how important is it? Well, if you just say, you know, I'm really in love with this girl and somebody's just walked out of my life, and we sit there and say, well, who cares?